Für die meisten? Die sind im Eigentum der Stadt Wien und da gibt es ja die Homepage der Stadt Wien und die Liste mit den Ansprechpersonen und die müsste man dann gezielt anschreiben, nicht einzeln, sondern alle, also Bürger zusammen, dass dieses Land zur Verfügung gestellt wird. Beziehungsweise für mich bietet sich natürlich der Wahlkampf auch da konkret jetzt an. Also heuer. Ich schlage folgendes vor. Meiner Meinung nach ist es wichtig, also verschiedene Schienen zu fahren. Also ein konkretes Projekt auch, wo sich vielleicht anbietet. Die Vorgestaltung ist genauso wie die Firmen das machen, dass die Wiener E-Werk Photovoltaik produziert und dafür gehen wir einen Gutschein und mit dem können wir ins Stadthallenbord oder wir haben ja unwahrscheinliche Möglichkeiten. Von der Gemeinde und jetzt schon eine Färbe mit der Mitte oder sonst was. Das war mein Vorschlag und den Bauern zurückschieben. Also soll man die Fläche und die Versicherung bezahlen und wir sind die Verantwortung, wenn man da nicht mehr ins Geld hat, dann schon okay, sie haben es nicht kapiert. Und das war es dann. Aber es ist möglich, dass vielleicht schon mal viel. Ja, auch zur rechtlichen Umsetzung. Du hast ja von den Beteiligungsscheinen gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es ja die Möglichkeit zur Gründung eines Vereins, also wie setzt man es so, wenn die Fläche dort vorhanden ist, wenn man es geklärt hat, wenn man genug Bürger mit Interesse gefunden hat, wie setzt man die das rechtlich um, dass man sich rechtlich absichert, sei es also die Beteiligungsscheine oder sei es halt auch ein Verein. Also da ist es im Prinzip eine Darlehensgewährleistung. Also wir haben das damals auch mit dem Notar von der WEB abgeklärt und das sozusagen aufgesetzt, diesen Vertrag, und den haben wir jetzt von der Schuhwerkstatt übernommen für den Wegwartehof. Ah, und den könnte man praktisch schon, wenn es sich um ein Gewerbe handelt, eins ja, zu eins. Genau, zum Beispiel, ich denke für das Weltcafé, und ich habe deswegen erstens also geschrieben, für das Weltcafé könnte man es eins zu eins übernehmen. Und das ist überhaupt kein Problem, überhaupt kein Thema, also da gibt es kein Copyright drauf, sondern wir unterstützen da gerne. Also, Weltcafé. Ich meine, WUK ist. Ich meine, jetzt. WUK als zweites, entschuldige. Weißt du, ist das gehört im Prinzip der Stadt Wien, oder das Gebäude? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich meine, da beim WUK weiß ich, dass die. Dass dort die Ökostrom AG liefert, den Strom. Und dort könnte man auch schauen, mit der Ökostrom ein Modell zu machen, ja. Also das würde sie dann anbieten und Familienweg, sie wären der Ansprechpartner. Also ich möchte aus diesem Abend hier rausgehen, also dass man ein Protokoll macht, beziehungsweise auch Ansprechpartner hat und dass man dann von außen also auch so anknüpfen kann, beziehungsweise vielleicht würden sie bereit sein, also dann bei ihrer Hausgemeinschaft zu schauen, oder ich will ihnen nichts aufdrängen, aber also, okay.